Ja, er ist ganz anders. Der Gomez ist einer, der auch frischen Wind in Wolfsburg gebracht hat und ganz gut gespielt hat. Aber der Wagner ist einer, der viele Spieler mitreißen kann durch seine Art, durch seine Unbekümmertheit. Und ich glaube auch, dass er so der Mann ist, der die letzte halbe Stunde reinkommen kann, wenn es mal nicht so läuft. Es gibt immer Spieler, die kann man von Anfang an bringen. Aber ich glaube, er ist so einer, den man dann reinbringen kann, aufgrund seiner Wucht, die er mitbringen kann, dass er ein Spiel noch umdrehen kann.